Wenn wir ein Medikament aufziehen, müssen wir die Ampulle, das Medikament und das Datum überprüfen. Jetzt schauen wir, dass kein Medikament mehr im Ampullenkopf drin ist. Und wir können den mit einem Tupfer aufbrechen. Als nächstes nehmen wir eine Kanüle und eine Spritze, packen sie aus und setzen sie zusammen. Dabei achten wir auf die Hygiene, indem wir beim Zusammensetzen nie einander ankommen. Als nächstes ziehen wir die komplette Lösung aus der Ampulle aufziehen und machen die Spritzenkammer luftleer. Die Schutzhülle dürfen wir wegen Verletzungsgefahr nicht wieder von Hand auf die Nadeln aufsetzen. Wir können sie aber mit den Nadeln auffädeln. Als nächstes tun wir die Spritze mit dem Medikament, mit der Menge und eventuell mit der Konzentration beschriften. Tun wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Als erstes müssen wir überprüfen, ob wir das richtige Medikament für den richtigen Patienten haben. Ist die Konzentration des Medikaments auch richtig? Ist die Ampulle unbeschädigt? Die Lösung in der Ampulle muss klar sein und darf keine Ausfälle haben. Ist das Verfallsdatum nicht überschritten? Hat die Ampulle einen Punkt, müssen wir den Kopf von diesem Punkt wegbrechen. Hat sie keinen Punkt, spielt es keine Rolle, auf welche Seite dass wir den Kopf abbrechen. Recapping ist wegen Verletzungsgefahr verboten. In Ausnahmefällen dürfen wir aber die Schutzhülle mit den Nadeln auffädeln. Die Spritze muss korrekt beschriftet sein. Unbeschriebene Spritzen müssen wir verwerfen. Und jetzt noch ein Tipp aus der Praxis. Wenn wir keinen Topf zur Verfügung haben, können wir auch gut mit der Verpackung der Kanüle den Ampullenkopf aufbrechen.